In dieser Gesellschaft wird das leere Gerede, Lästern, sinnloses Gerede, vulgäre Aussprache und ständiges Witzeln als Normalität angesehen. Meine lieben Geschwister, man ist sich nicht der Gefahr bewusst, was man alles mit der Zunge kaputt machen kann. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte dazu Folgendes: Wer mir für das garantiert, was sich zwischen seinen beiden Kiefern und seinen beiden Beinen befindet, dem garantiere ich das Paradies. Subhanallah. Die Zunge ist unter anderem ein Garant für das Paradies. Also schauen wir uns mal an, was man alles mit der Zunge falsch machen kann. Erstens, vulgäre Aussprache. Wie oft sieht man im Fernsehen, in den Rap-Videos, Filmen und in der eigenen Umgebung, dass sehr schlimme Ausdrücke benutzt werden, die so schlimm sind, dass die Erde beben könnte. Mit der Faust kannst du eine Person verletzen. Mit deiner Zunge kannst du auf einmal Tausende von Leuten verletzen. Sei es in einem Vortrag oder in einem YouTube-Video. Der Gesandte Allahs, alayhi salatu wassalam, sagte: Ein Mu'min beschuldigt nicht ständig die Leute, flucht nicht ständig, handelt und spricht nichts Vulgäres und Unanständiges und ist nicht schamlos. Allahu Akbar, wie gewaltig und klar die Aussprache unseres Gesandten ist. Schöne Worte lassen die Person auch schöner und angenehmer wirken. Zweitens, lästern. Sei es in der Arbeit, Schule, Uni, Familie oder auch unter den Freunden. Man lästert ständig über das Aussehen, die Fehler, die begangen wurden, ohne zu merken, welche Konsequenzen es in sich birgt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß im Koran: O die ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen. Gewiss, manche Mutmaßung ist Sünde. Und sucht nicht andere auszukundschaften und führt nicht üble Nachrede übereinander. Möchte denn einer von euch gern das Fleisch seines Bruders, wenn er tot sei, essen? Es wäre euch doch zuwider. Fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist Reue annehmend und barmherzig. Allah subhanahu wa ta'ala macht hier durch das markante Beispiel klar, wie schlimm Lästern doch ist. Drittens, Menschen kränken. Man kennt das. Plötzlich hat der eine Freund eine komische Frisur, ein neues Kleidungsstück und sie machen sich über ihn lustig. Stellen ihn bloß, ohne zu wissen, wie sehr das die Person kränken kann. Meine lieben Geschwister, einen Muslim zu kränken, ist eine gewaltige Sünde. Viertens, Geheimnisse verraten. Eine Person erzählt jemandem ein Geheimnis, um Hilfe und Rat zu holen. Jedoch wird dieses Geheimnis von der anderen Person weitererzählt, mit der Bitte, es niemandem weiterzuerzählen. Und diese Person tut genau das. Und alle denken sich, ich habe es ja nur einer Person weitererzählt. Letztendlich wissen sehr viele davon Bescheid und das Vertrauen wurde missbraucht. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Ein Heuchler besitzt drei Kennzeichen. Erstens, wenn er spricht, lügt er. Zweitens, wenn er ein Versprechen gibt, bricht er es. Und drittens, wenn ihm etwas anvertraut wird, betrügt er. Du musst mit den Geheimnissen der Menschen behutsam umgehen. Fünftens, Lügen. Obwohl es etwas Schlechtes ist, wird es sogar manchmal als Hilfsmittel genutzt, die sogenannte Notlüge. Die Menschen erhoffen sich einen Vorteil, wenn sie sich der Lüge bedienen. Man verkauft eine Ware und verheimlicht einen Fehler. Abu Bakr radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Soll ich euch nicht von den größten der großen Sünden berichten? Wir sagten: Selbstverständlich, ja Rasulullah. Er sagte: Die Beigesellung Allahs, die Widerspenstigkeit gegenüber den Eltern. Er war angelehnt, dann saß er sich aufrecht hin und fuhr fort: Das Lügen, das falsche Zeugnis. Er wiederholte dies so oft, dass ich mir dachte, er wird damit nicht mehr aufhören. Subhanallah, du musst sehr vorsichtig mit deiner Zunge umgehen. Sechstens, ständiges Witzeln. Beispielsweise in Prank-Videos. Diese Videos zeigen, wie man seine Schwester, seinen Bruder, den Vater oder die Mutter reinlegt und sich mit den Zuschauern darüber amüsiert. Der ehrenhafte Sahabi Umar ibn al-Khattab radiallahu an sagt: O Ahnaf, je mehr man lacht, umso weniger Ehre wird man besitzen. Wer auch immer übermäßig scherzt, ist eine Person, die nicht ernst genommen wird. Wer auch immer etwas häufig tut, wird danach bekannt sein.
Wer auch immer viel spricht, wird oft falsch liegen. Je öfter man sich irrt, umso weniger Bescheidenheit wird man besitzen. Wer auch immer einen niedrigen Rang an Bescheidenheit besitzt, wird auch einen niedrigen Rang an Gottesfurcht besitzen. Und wenn jemand einen niedrigen Rang an Gottesfurcht besitzt, dann stirbt sein Herz. Das sollte jedem klar machen, wie gefährlich das ständige Witzeln ist. Siebtens, sinnloses Gerede. Es wird heutzutage viel und über nicht notwendige Sachen gesprochen, wodurch man keine Hasana, sondern eher einen Schaden für sein Jenseits hat. Der Prophet a.s. sagte, zu denen unter euch, die mir am liebsten sind, gehören die unter euch, die den besten Charakter haben und deren Aufenthaltsort am Tag der Auferstehung wird am nächsten zu meinem Aufenthaltsort sein. Und diejenigen unter euch sind mir am verhasstesten und deren Aufenthaltsort am Tag der Auferstehung wird am entferntesten von meinem Aufenthaltsort sein. Die quatschen und die maßlos und unbedacht reden und die Hochmütigen. Achtens, über etwas reden, was einen nichts angeht. Die Neugier treibt viele Menschen dazu, sich in die Angelegenheiten anderer einzumischen, obwohl sie gar nicht danach gefragt wurden. Auch wird in den Medien berichtet, dass sich durch die Neugier bei Unfällen oder Auseinandersetzungen Menschenmassen bilden, welche es den Rettungskräften schwer machen, ihrer Arbeit nachzukommen. Warum? Weil ihre Neugier sie dazu treibt, sich dort einzumischen. Schaut mal, was unser geliebter Prophet Muhammad a.s. dazu gesagt hat. Zum guten Islam des Mannes gehört, dass er das lässt, was ihm nichts angeht. Aus diesem Grunde solltest du dich als vorbildhafter Muslim zeigen. Neuntens, Fitna stiften. Oft erlebt man Menschen, die gerne Action sehen möchten, weil ihr eigenes Leben langweilig ist und sie Allah subhanahu wa ta'ala nicht in dem Maße anbeten, wie es von ihnen verlangt wird. Darum suchen sie Streit, um ihrer Langeweile zu entkommen. Man kennt diese Menschen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, diejenigen Männer, die am meisten von Allah gehasst werden, sind die, die zank- und streitsüchtig sind. Vielmehr müssen wir die frohe Botschaft tragen und zwischen Menschen Frieden und Barmherzigkeit stiften. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, die Gläubigen sind doch Brüder. So stiftet Frieden zwischen euren beiden Brüdern und fürchtet Allah, auf dass ihr Erbarmen finden möget. Zehntens, sich der Zina nähern. Wenn einen jungen Mann eine Frau gefällt, oder aber auch andersherum, es folgt ein Blickkontakt. Und dann fängt man an, sich zu unterhalten. Und es fallen Komplimente und man fragt nach den Namen und der Nummer. Und schon nähert man sich der Zina und begeht sie sogar leider. Und nähert euch nicht der Unzucht. Gewiss, sie ist etwas Abscheuliches und wie böse ist der Weg. Meine lieben Geschwister, das sind 10 gewaltige Punkte, die aufzeigen, wie sehr man seine Zunge unter Kontrolle haben muss. Du solltest verstehen, dass du selber noch viele Fehler hast, bevor du über andere so schnell urteilst. Es erregt den Zorn Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man ihm nicht gehorcht. Jetzt verstehen wir, warum der Prophet Muhammad a.s. einem das Paradies garantiert, wenn dieser seine Zunge unter Kontrolle hat. Wir können mit der Zunge sehr viel Gutes bewirken, die Botschaft des Islam verbreiten, den Menschen helfen, das Wissen weitergeben. Du entscheidest, ob deine Zunge für das Schlechte oder das Gute eingesetzt wird.